In diesem Video zeige ich euch, wie ihr abstrakte Hintergründe gestalten könnt. Ganz einfach in GIMP 2.8. Bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Creative GIMP Arena. Und im heutigen Video, wie schon angekündigt, geht es um abstrakte Hintergründe, wie man die ganz einfach in GIMP 2.8 machen kann. Ich öffne noch mal ganz schnell über GIMP 2.8.14 ist die portable Version, die ich habe. Wer mittlerweile schon GIMP 2.10 installiert hat, kann im Internet nach einer portablen Version suchen. Die funktioniert genauso gut. Und dann kann man sich ab und an mal so einen Hintergrund machen. Ich fange jetzt einfach mal an und nehme die Maße 920 auf 1080. Ich habe jetzt einen weißen Hintergrund. Jetzt kann ich mir hier eine beliebige Farbe aussuchen. Ich nehme wieder mein Giftgrün, wie im Vorspann zu sehen. Ich färbe diese Ebene grün. Lege eine neue Ebene in derselben Größen transparent an. Gehe auf Filter, Render, Fraktal Explorer. Gehe auf Fraktal und hier habe ich eine schöne Liste, wo ich jetzt so, ich sage jetzt mal, Muster machen kann für einen abstrakten Hintergrund. Wenn ihr da ein anderes anwählen wollt, müsst ihr Doppelklick drauf machen. Jetzt habe ich Striche, den hatte ich. Und dann gibt es den noch. Da ich nochmal ein bisschen ein paar andere. So. Oder so. Sparks. Hier gibt es noch. Den oder den und dann kann man ganz schnell und einfach schöne Hintergründe machen. Ich nehme jetzt erstmal den, den hatte ich ja am Anfang schon. So, lass das kurz berechnen. So sieht das Ganze so aus. Jetzt könnt ihr hier über die Ebenenmodis einfach mal durchschauen. So. Nur aufhellen, Bildschirm oder abwedeln. Ich hatte mich für abwedeln entschieden. Ihr könnt auch mal multiplizieren probieren, da wird es ein bisschen dunkler oder überlagern, sieht dann so aus. Hoppla, die Deckkraft runtersetzen. Oder ihr könnt mal Farbe probieren, sieht auch nicht so unschön aus und hat ist schön abstrakt. Ich lasse jetzt mal auf Abwedeln. Gehe nochmal schnell hin, mach noch einen. Selbe Maße, nimm diesmal eine andere Farbe, nehmen wir mal blau, okay. Ich will den Hintergrund blau, gehe auf Filter, Render und hoppla, Render und dann diesen Fraktal Explorer auf Fraktal und da kann man sich irgendeinen beliebigen raussuchen. Ich nehme diesen Sparks mal. Sage okay und geht so nur aufhören. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, eine neue Ebene zu machen, denn die benötige ich ja zum Überblenden. Nochmal, also geht es hier auf Fraktal erneut anzeigen. Fraktal, dann nehme ich den. Jetzt war dieser. Ach, wie heißt der? Spark. Okay. Kann ich da so sagen, nur aufhängen. Oder es wird jetzt vielleicht eher schlecht sein. Jetzt gehe ich hier eher mal auf Farbe. Sieht man jetzt durch den blauen Hintergrund so schlecht. Halt. Ja, die Nacht. Das ist mal schwarz, wird auch nicht gleich. Mache ich es nochmal grün. Geht hier einfach nochmal auf Überlagern und schaltet es auch wieder ein, dann sieht man es hier ganz schwach. Muss man halt ausprobieren, ich finde den schöner.
und könnt ihr gerne ausprobieren. Und so macht man sich ganz einfach verschiedene Hintergründe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Come on.